zusammengekommen sind, um die neue Nachrichtsglocke einzuweihen zu lassen vom Kardinal. Ich darf Sie bitten, den Gottesdienst mit dem Konfitüre einzuteilen. Denn darin steht aber Weisheit und Bildung in den Augen der Völker. Wenn Sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen Sie sagen: Der Herr sei mit euch. Darum, liebe Schwestern, liebe Brüder, freuen wir uns mit den Mitchristen von Neuernow, dass ihre ehrwürdige Donatusglocke überlebt hat und nun wieder nach Hause kommt. Und die Schilderer werden euch in Mühl für die Aufnahme ihrer Glocke damals danken. Sie brauchte nach der Hitlerkatastrophe in Hamburg auf dem Glockenfriedhof nicht verrosten. Weihwasser gesegnet, wie das Kind bei der Taufe durch das Taufwasser. Ein bisschen schwach. Nun wird die Glocke, nachdem sie gleichsam getauft ist, wie der Täufling mit dem heiligen Chrisam gesalbt, dem Öl, das die Würde der Kinder Gottes darstellt. Empfängt die Glocke und dadurch unterscheidet sich die Glockenweihe von der Taufe den Weihrauch. Das Kind wird nicht mit Weihrauch gesegnet, würde ihm wahrscheinlich auch schlecht bekommen und würde bußen. Nun wird die Glocke angeschlagen. Wir sind jetzt gespannt auf den Klang der Glocke. Wo soll ich denn anschlagen?
Das Wort an Gottes Segen ist alles Ehre.